Hallo Welt, da sind wir wieder. Hier in Sanctuary Hills und wir haben hier gerade so eine ganz kleine Betonterrasse erschaffen. Wir haben hier noch eine Siedlerin, die schon eine geraume Weile dort steht und hofft nicht entdeckt zu werden, aber wir haben sie doch entdeckt. Und sie hat jetzt die Ehre für uns hier. Wo haben wir denn den. Hatten wir hier nicht noch irgendwo so eine Krankenstation hingestellt? Sie sollte nämlich dann die Krankenstation. Haben wir gar nicht. Na gut, keine Krankenstation. Hier zumindest nicht. Okay, sie kann sogar eine Chirurgenklinik haben. Oh, schade, wir haben kein Holz mehr. Ja, okay, dann gehen wir erstmal schlafen und kaufen am nächsten Tag nochmal Holz. Ich glaube, es sollten ein paar Tage vergangen sein. Die Abernathy-Farm müsste jetzt eigentlich schon wieder Holzlieferungen drin haben. Und was ist mit uns schon wieder? Sind wir hungrig und durstig? Ganz genau. Okay, wir haben keinen Hunger mehr. Das ist schon mal gut. Wenn man da immer drauf achtet, dann muss man auch nicht so viel essen und trinken. Immer nur so zwischendurch so ein Happen, so ein bisschen was. Naja, dann trinken holen wir uns dann erstmal hier raus. Danke. Endlich kann ich wieder klar denken. Das ist gut. Oh nein. Besonders schnell. Wir haben alles aus Versehen rausgenommen. Das wollten wir doch gar nicht. Alles wieder rein und... Naja, wenn wir so 20 Teile nehmen, haben wir am Anfang auch immer bei gehabt. Dann sollte das aber reichen. Die Taschen passt viel rein, was? Alle geben Kommentare ab hier dazu, dass wir zu viel tragen. Okay, trinken wollten wir. Und wir sind auch nicht mehr durstig. Jetzt haben wir es so langsam, kriegen wir es in den Griff. Acht Stunden Schlaf, das sollte reichen. Und wir sind schon gut ausgeruht, aber jetzt haben wir Durst scheinbar. Nach dem Schlafen. Aha, zweimal trinken und einen Eichhörnchen-Eintopf. Ja. Harte Arbeit, wie jeden Tag. Oh, hoppla. Ja, ruht euch ruhig mal ein bisschen aus. Habe ich ganz vergessen zu sagen. Ja gut, einem wird jetzt rechts unten angezeigt, dass der Eichhörnchen-Eintopf noch wirkt. Das ist wirklich klasse. Wenn du noch nicht in Grey Garden warst, guck's dir an. Da wird alles von Robotern betrieben.
wirklich alles? Mein Rücken tut weh, meine Füße tun weh. Okay, keine Hunde diesmal. Oh, wir schauen uns mal an, wie die hier die Lichterketten angebracht haben. Aber die haben längere Lichterketten. Ja, die sind länger. Die sehen auch ein bisschen anders aus als unsere. Ja? Vergiss nicht, es gibt Kronkorken für Melonen. Die Dinger zu schleppen ist harte Arbeit. Ja? Sehe ich es richtig, dass du handeln willst? Oh ja. Sicher. Wie schön. Sie hat wieder alles. Wir haben allerdings nichts für sie. Moment. Ach so, ja. Wir können ja auch mal gucken, ob sie hier was Schönes für uns hat. An Kleidern vielleicht. Die Idee finde ich jetzt gar nicht mal so schlecht, dass wir ihr hier den Kleidungsstand zugewiesen haben. Denn somit hat sie Kleider und Schrott. Okay. Ja? Ach so, das wird benutzt gerade. Und Jet. Es gibt keine Almosen. Da können wir jetzt aber nicht zugeben. Das ist, was du willst, ja? Naja, ein bisschen Plastik behalten wir lieber. Kommen wir wieder nicht sehr weit mit zu wenig Brennstoff. Aber wir können schon wieder etwas verkaufen. Wo ist sie denn jetzt? Also soeben war sie noch hier, stand direkt neben uns. Und wo ist sie jetzt hin? Das ist mir die Ärztin. Was? Wo ist? Ja? Was? Connie Abernathy suchen wir. Wo ist sie denn? Ach, da steht sie. Was ist das? Eine Art Hightech-Uhr? Genau. Hi. Suchst du was zum Anziehen? Es zeigt die Zeit an. Klar, ich schaue es mir an. Sag mir, was du haben möchtest. All deine Kronenkorken. Moment, wie machen wir das? Wir können auch... Wir müssen nicht unbedingt nur das Jet verkaufen. Das machen wir natürlich erst einmal. Sondern wir können auch das ganze aufbereitete Wasser noch verkaufen. Oh, das bringt nicht so viel. Ja, ansonsten sieht das hier ein bisschen mau aus mit unseren Möglichkeiten, hier irgendetwas zu verkaufen. Ja, aber wir haben wieder... Ach, Dünger haben wir auch. Plastik hat sie nicht. Aber Holz. Ja gut, dann hat sie eben ein Geschäft an uns gemacht. Halt, Moment. Können wir nicht ein paar Patronen verkaufen? Nun, wir waren nirgends. Wir waren nicht draußen irgendwo. Wir waren die ganze Zeit nur in Sanctuary. Ich kann mich bei Bedarf zusammenflicken. Gegen eine kleine Gebühr, versteht sich. Was?
Ja, es wäre doch schön, wenn man hier jetzt eine Brücke drüber bauen könnte. Dann bräuchte man nicht immer zu schwimmen. Wieder ein Tag im Commonwealth überlebt. Oh, Piper. Piper auf dem Dach. Und was wollten wir? Ach so, wir wollten hier gerade etwas anderes ausprobieren mal. Genau. Und das machen wir auch. Was ist mit dieser Lampe? Ist die kaputt? Die haben wir noch gar nicht ausgetauscht. Okay, dann probieren wir mal was anderes aus. Mit unseren Läden meine ich nämlich. Das war so die Idee. Dafür haben wir das Holz jetzt geholt. Mal schauen, ob das funktioniert. Ach, hier ist. Und ein Dach wäre noch nett. Und eine Klinik. Okay, so klappt es auf jeden Fall nicht. Ja, wie könnte es sonst noch klappen mit dem, mit diesem Teppichtrick? Wo ist denn das? Ah ja, hier. Aha. Aha. Okay. Hätte ja sein können, dass das hier auch klappt, aber das klappt wohl nur auf der Konsole. Okay, muss man ja mal ausprobiert haben. Oder wir machen was. Nein, wir machen nichts falsch. Das sollte schon so klappen. Ich denke schon, dass. Ja, okay, man bekommt das rein, aber nicht so, wie wir gerne hätten.
Ja, das war wahrscheinlich auch ein Glitch. Das ist wahrscheinlich nicht so gedacht, dass man das hier so reinbekommt. Schön wäre es aber. Wir haben schon wieder Durst. Ja gut, dann müsste man das erstmal so machen. Das ist ja auch nicht so verkehrt. Das geht ja auch noch. Eine Tür hier rein. Sind das neue Türen, die beiden? Nein. Diese hier gefällt mir recht gut. So. Oh, nein, das ist ja klar. Das ist jetzt echt verbunden mit dem. Das steht so nah an dem. Okay. Das finde ich jetzt nicht so toll, dass das mit dem da verbunden ist. Und naja, wir können, ja, wenn wir das hier hinbauen, dann ist das wieder mit dem da oben, dann ist das auch wieder alles verbunden. Ach, was soll's. Wir wechseln erstmal hier die Laterne aus. Dabei fällt mir gerade ein, diese Laternen, wie sehen die? Die kann man doch auch drehen. Ja, aber es gibt hier keine Stromkästen unten dran. Okay, dann brauchen wir die nicht zudrehen. Also die leuchtet, die da leuchtet. Diese noch nicht. Ich würde mir gerne jetzt Gedanken machen. Oder sollen wir hier so die... die Dingens hinstellen. Die Klinik, meine ich. Vielleicht nochmal nach dem gleichen System wie vorhin. Mal sehen, ob wir das nochmal hinbekommen. Ja, das sollte doch jetzt klappen. Also, wir fangen an mit einem Fundament. Außerdem haben wir die Sachen ja sowieso noch eingelagert. So eins hier. Okay, wir müssen natürlich sehen, dass man von hinten auch reinkommt. Deswegen fangen wir vielleicht lieber hinten an. Das hier hinzubauen, das Konstrukt. Mal abgesehen davon, dass es ein wenig schief ist, wäre das schon in Ordnung so. Und jetzt kommen die Wände. Und zwar... ja, das Dach auch, aber erst die Wände, dann das Dach. Andersrum geht's ja nicht. Wand hier. Und wo haben wir noch was eingelagert? Hier, genau. Oh nein!
Das ist zu nah am Haus. Jetzt aber die andere Wand. Die andere Wand, wo ist sie? Das war sie nicht. Das hier war sie. Ja, dann hatten wir die Geländer. Diese hier. Und ein Dach hatten wir auch. Ja, genau, dieses. Und zu guter Letzt, nein, noch nicht ganz, der Schluss. Aber wir können schon mal hier jetzt... Oder geht die Kleine vielleicht besser rein, das kleine Teil? Ja, es geht etwas besser rein, aber das Große wäre auch gut hier. Das passt doch so jetzt auch fast. Das wird schon klappen. Und dann brauchen wir hinten noch eine Stufe. Eine kleine Treppe. Ganz genau. Und eine Tür. Die Tür, die Tür, die Tür. Wo waren die Türen? Ah ja. Sehr schön. Okay, steht sie immer noch hier? Natürlich nicht. Oh, ha! Unser Stroboskop da drin funktioniert wieder. Sind dann alle am Arbeiten schon oder wo ist denn jetzt die Ärztin? Nachdem ich mich hier niedergelassen hatte, war es für mich vorbei. Irgendwo müsste hier noch... Mach mir nicht viel aus, Good Neighbor. Da gibt's nichts als Ärger. Ein Mensch Was? An den Radieschen zupfen hier. Da! Oh nein. Na, ob wir da jetzt schnell genug hinkommen? Das ist ein ziemlich weiter Weg, meine ich. Ha! Es hat geklappt. Ja, schön, dann haben wir jetzt hier eine Klinik noch mehr. Und das ist doch gut. Ja, dann haben wir in der heutigen Folge eben diese Klinik hier gebaut.
Dann darf ich mich bedanken fürs Zusehen und sage Daumen hoch für euch, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.